Leute, was geht? Hier ist euer Freakin'Nerd. Wie heute zeige ich euch, wie in Pokémon Go sofort den Pikachu ziehen könnt und irgendwie gar nicht lange rumsuchen müsst. Und ja, da fangen wir am besten mal mit dem Glitch an. Also als allererstes erstellt ihr euch einen neuen Account, weil falls ihr schon mit dem Account gespielt habt, dann funktioniert es nicht mehr, weil am Anfang diese drei Pokémon nicht mal vor euch spawnen. Also erstellt einfach einen neuen Account, falls ihr nicht so weit seid, dann ist es nämlich auch nicht schlimm. Wenn ihr euch den Account dann erstellt habt, dann wartet einfach so lange, bis ihr die ersten drei Pokémon fangen könnt, die vor eurer Nase spawnen. Das müsste eigentlich relativ am Anfang sein und die sammelt ihr auf gar keinen Fall ein. Ihr lauft einfach ganze Zeit weiter, so ungefähr 200 Meter. Also bei mir jetzt 4 Minuten gedauert, bis ich Pikachu gefunden habe. Also ihr lauft einfach von den drei Pokémon weg und geht einfach geradeaus und dann werdet ihr bemerken, dass die Pokémon hinter euch despawnen werden. Um ein paar Meter weiter neue drei vor euch spawnen und ja, nach paar Mal despawnen und spawnen, spawnt dann auch eigentlich der Pikachu, den könnt ihr einfach nur fangen. Und ja, das war's mit dem Glitch. Falls euch dieser Glitch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich auf jeden Fall freuen, falls ihr diesen Kanal abonnieren könnt. Ansonsten Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich bin raus und ciao.